Da hinten ist die Völklinger Hütte. Wir sind direkt an der A620, nämlich Abfahrt Völklingen. Und hier ist der Fressnapf. Und wir haben drei tolle Frauen, die warten schon ein bisschen auf mich. Die stehen nämlich hier vorne und wir machen einen großen Rundgang zum Thema Tiere, was es alles gibt bei Fressnapf im April 2019. Und alle drei haben gesagt, naja, wir zeigen euch jetzt mal, wie es funktioniert. Für alle ist es das erste Video, nicht für die Heidi, die ist nämlich links mit dabei. Die hat schon ein paar Videos jetzt gemacht mit uns, zwei Stück. Aber für die Ricarda und für die Melanie. Ich grüße dich, Melanie. Hallo Sven. Ja, hier ist die Ricarda. Grüße dich, Ricarda. Und ja, die Heidi, die hat man schon im Video Hallo. Mit. Ja, das Thema Video wird immer wichtiger. Wir zeigen jetzt mal den Leuten, für was steht eigentlich Fressnapf. Ihr habt eine riesen Auswahl, genau. Aber ihr seid auch so eine fast eine kleine Apotheke für Hunde, würde ich jetzt mal sagen. Denn für das kleine oder andere Wehwehchen gibt es unglaublich viele Dinge, die man, ich sag mal, kaufen kann, damit es den Tieren besser geht. Genau. Wir haben eine riesengroße Auswahl, die zeige ich dir ganz gerne. Genau. Ihr seid natürlich keine Apotheke. Ich sage das jetzt mal so ganz klar. Aber ich sag mal, ihr habt unglaublich viele Leute, die kommen zu euch, die sagen, hier, was weiß ich, es funktioniert irgendwas nicht mit dem Pipi machen oder was weiß ich. Da habt ihr was. Genau, also wir haben auch Futter für kranke Tiere, teilweise für Nierenkranke oder auch bei Durchfallerkrankungen, wo wir auch schon mal schnelle Abhilfe schaffen können. Aber dennoch ersetzt das nicht den Gang zum Tierarzt. Ricarda, du hast auch Tiere zu Hause? Ja, ich habe Katzen und habe ein Pferd. Oh. Ja. Aber Pferdeleckerchen filmen wir ja auch. Okay, die habt ihr auch, ja. Du bist schon wie lange bei Fressnapf? Ich bin jetzt ein Jahr beim Fressnapf. Ja. Warum denn Fressnapf? Das ist, also es hat mir zugesagt. Ja. Es ist wie eigentlich eine Familie, wenn man hier ist. Ja, es ist auch hier die Chefin direkt daneben. Genau, da musst du jetzt auch sagen, dass es schön ist. Ja, nein, aber das, ist angenehm. Das sage ich auch so. Ja, das ist angenehm, wirklich. Ja, okay, es kommen gerade Leute rein, wir lassen die mal durch. Denn wir drehen nämlich heute an welchem Wochentag? Was ist heute Mittwoch? Heute ist Mittwoch, heute richtig. Ist Mittwoch. Nachmittags ist richtig was los bei euch. Ihr habt viele Kunden, die kommen zwei, dreimal die Woche. Ja, haben wir auch. Die dann auch mal zwischendurch mal eine Kleinigkeit kaufen, wenn man dann mal gerade unterwegs ist aus dem Wald und braucht noch ein paar Leckerchen für den Hund oder noch schnell das Futter einkaufen. Dann sind wir natürlich von 9 bis 19 Uhr für unsere Kunden da, vom Montag bis Samstag. So, du selbst bist auch die Chefin von drei Läden. Richtig, du machst ihn hier in Völklingen, du machst ihn in Saarbrücken und du machst es in St. Ingbert. Genau. Du bist noch recht jung, du hast den Laden von deinem Papa übernommen, richtig, oder? Genau. Von der Mama. Genau, genau. Ich habe vor 2,5 Jahren die Filialen von meinen Eltern übernommen. Und ja, jetzt helfen die mir trotzdem noch tatkräftig bei der Arbeit. Und okay. Ja. Ja, wir zwei, wir sind auch schon etwas länger bekannt. Ja, als ich auf dich zukam vor ein paar Jahren und gesagt, wir müssen mal ein paar Videos drehen. Hast du gesagt, oh, lass mich in Ruhe, ich muss erst mal reinwachsen in den Job. Richtig, ja. Und wie ist jetzt nach 2 Jahren? Ja, mittlerweile ist es schon, naja, ich sag mal so, Routine wird es, glaube ich, nie. Aber es ist aber viel Arbeit, oder? Es ist definitiv auch viel Arbeit, aber es macht jeden Tag richtig viel Spaß. Ich habe auch ganz tolle Teams, die mich da tagtäglich in meiner Arbeit unterstützen. Und ja, ist so, alles das super. Ganze ist, ich sage es mal, Inhaber geführt. Ihr habt die Marke natürlich von Fressnapf. Ihr habt dort einen Vertrag mit Fressnapf. Das heißt, ihr macht das im Auftrag von Fressnapf, werdet überprüft von Fressnapf, dass das alles eingehalten wird. Ihr macht das schon sehr lange. Der Papa macht das wie lange? Also, mein Vater, wir haben jetzt die Filiale Völklingen am längsten und das ist jetzt im 22. Jahr. Echt, 22 Jahre genau. Hier? Genau. Hier in dem Standort? Genau, richtig. Oh, stark. So, wir gehen mal rein. Ihr habt Öffnungszeiten, die sind schon fast unverschämt. 9 bis 19 Uhr, sehr lange. Ja, genau. So, das heißt, ihr müsst mit mehreren Teams arbeiten? Genau. Wir haben, wir gucken immer, dass genug Leute auch auf der Fläche sind, damit wir auch unsere Kunden jederzeit mit Rat und Tat zur Seite stehen können und ja, damit die auch optimal beraten werden rund um das Tier. So, hier vorne stehen schon einige, ich halte mal gerade ein bisschen runter, ist immer viel los. Ja, wenn man hier reinkommt, man hat Fressnapf-Service, steht hier direkt mal. Das fällt mir direkt mal auf. Was ist da zu sehen? Da sind zu sehen die Tiere, die gesucht werden oder auch Tiere, die vermittelt werden. Sprich, wenn im Tierheim was ist oder halt Tiere, die weggelaufen sind, wenn wir auch mal... ein schwarzes Brett quasi. Genau, ein schwarzes Brett. Unsere Infotafeln. Okay, das heißt also, es gehen auch leider manchmal Tiere verloren, ne? Leider schon, ja. Okay, da helft ihr auch ein bisschen mit. Ihr habt aber was Schönes, ihr habt eine Picknickpause, was ist das? Ja, da dürfen unsere Gäste, die Hunde, dürfen immer mal wieder hier trinken und auch probieren von unserem Futter, was wir hier auch im Laden haben. Es sind auch viele Leute, die mit Tieren kommen? Ja. Ist das nicht gemein für die Hunde? Nee. Die dürfen ja auch immer probieren und es gibt auch immer lecker Kekse bei uns, also von daher. Ihr habt eine Spendenbox, was hat es damit auf sich? Die Spendenbox ist von unserem Tierheim in Völklingen, Tierschutzverein Völklingen.
Da kommen dann von den Kunden die Spenden mit rein. Das wird dann immer einmal in der Woche abgeholt. Einmal die Woche ist der voll? Einmal die Woche ist der immer gut voll, ja. Okay, das heißt für einen guten Zweck. Richtig. Ja, wir haben ganz viele Kollegen. Wenn ich reinkomme, hier habe ich eine Schatzinsel direkt am Eingang. Was macht die Schatzinsel? Die gibt Anreize zum Kaufen, natürlich. Okay. Ne? Aber was sind denn da für Schätzchen drin? Das ist so ein bisschen für die Katze, für den Hund, da ist ein Ball drin, ein Leckerchen. Okay. So, das ist so der Eingang. So, ja. Dann haben wir auf der rechten Seite, also ich brauche irgendein System. Ich zeige mal gerade den Laden. So, auf der rechten Seite ist Katze und ich sag mal Kleintiere, nehme ich an. Die sind hinten rechts. Genau, und auf der linken Seite ist alles Hund. Genau, alles für den Hund. So, wo sollen wir anfangen? Hund? Rechts, bei der rechts. Leinewand. Ja, Leinewand. Also ich krieg's ja nicht ein. Ihr habt eine ganze Wand, aber das ist Minimum, was man haben muss. Das ist Minimum, natürlich. Du brauchst ja verschiedene Geschirre, verschiedene Halsbänder, verschiedene Größen. Ihr habt die meisten Sachen, also alles, was hier hängt, sind keine Exoten. Das ist wirklich für den Alltag. Die kann man benutzen, richtig? Die probieren wir auch alle durch, ne? Solange bis was passt. Echt? Natürlich. So, ich war eben, wir haben ein Video gedreht, da haben wir jetzt mal so ein Band, so ein praktisches Geschirr haben wir ausprobiert. Das dauert schon mal 10 Minuten, 20 und dann stimmt die Farbe nicht und so weiter, kein Problem. Das kann schon mal bis zu einer Stunde gehen, je nachdem, wenn der Hund das mitmacht und es passt nicht richtig, musst du dich halt durchprobieren. Und wie du siehst, ist die Auswahl nicht gering. Das ist ja ein Riesenplus bei euch. Das heißt also nicht nur, dass ihr alles habt, sondern man kann alles anprobieren, ausprobieren. Genau, wir probieren alles aus, ob das ein Bettchen ist, ob das Geschirre und Halsbänder sind. Auch mal Spielzeuge können ausprobiert werden. Also das ist bei uns gar kein Problem. So, ich zeige das mal gerade. Also nur mal kurz hier oben, was ist da zu sehen, das Rote hier? Das ist so ein Softgeschirr, ne? In der Größe M hast du jetzt gerade, es kommt halt bis 20 Kilo, ich sehe das jetzt leider nicht so. Das gibt es auch in ganz klein? Natürlich, in XXS für die kleinen Hunde, wir haben ja nicht nur große. Gibt es in verschiedenen Größen von XXS bis L. Ja, und das Ganze habt ihr natürlich auch noch in verschiedenen 1000 Formen. Farben, trendige Farben, Neonfarben. Ne? So, jetzt, ich könnte das mal lesen, Made in Italy, Tre Ponti, ist das gut? Die Ponti ist ein super Geschirr, das kann man auch verstellen. Das gibt es jetzt auch in Camouflage, was momentan auch total hip ist. Zeig mal, Camouflage. Camouflage gibt es dann hier in verschiedenen Farben. Zum Beispiel das Schöne mit dem Rosa. Und das ist auch ganz einfach anzuziehen. Mal kurz mal stillhalten, ich zeige es mal gerade. So, ja. Ganz einfach anzuziehen. Genau, das ganz einfach anzuziehen. Im Prinzip steigt der Hund mit den Vorderbeinchen hier vorne ein. Und hier kann man auch am Bauch ganz einfach verstellen. Und dann klickt man es einfach hinterm Hals zu. Und dann, genau, so einfach geht das. Da vorne ist noch ein Besitzer. So, der hat auch ein Geschirr mit dabei. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ihr habt unglaublich viele Kunden aus Frankreich? Wir haben auch viele Kunden aus Frankreich, ist richtig, genau. Das liegt an der Nähe hier in Völklingen, glaube ich. Ja, genau. So ist es. Ja, das heißt Zeit. Auch Leinen ist natürlich ein großes Thema. Ein kleiner Hund, große Leine geht gar nicht. Genau, deshalb gibt es auch die Leinen in unterschiedlichen Größen und Stärken und auch mit unterschiedlich starken oder schweren Karabinerhaken, damit wir auch was für die kleinen Hunde natürlich haben. Ihr habt ganz viele Kunden, ich sag mal, die gehen auch selber durch, aber ganz viele Kunden fragen euch direkt, oder? Die kommen rein und sagen, ich habe das und das. Den siehst du das schon an. Den siehst du das an. Genau. Das heißt, die laufen durch den Laden durch. Die haben so ein Fragezeichen oben. Das siehst du. Über dem Kopf natürlich. Musst du. Als guter Verkäufer siehst du das. Ja. Du selbst, du bist absoluter Tierliebhaber und du bist auch recht, ich sag mal, amüsant. Also wer sich mit dir unterhält, der hat immer was zu sagen. Ich bin halt Saarländer, ne? Ich lass das mal so stehen. Das seid ihr aber alle, oder? Du bist auch im Saarland? Nein. Nee, wo kommst du her? Ich komme aus Niedersachsen. Ja, du klingst auch unglaublich norddeutsch, aber du wohnst jetzt im Saarland? Ich wohne jetzt im Saarland. Warum in Saarland? Mein Freund hat mich hierher verschlagen. Die Liebe. Okay. So, du selbst bist Saarländerin? Ich bin aus dem Saarland, genau. Kommst du? Ich komme aus Gersweiler. Aus Gersweiler. Gut, das ist nun wirklich mal das Saarland pur. Liebe Gersweiler, ihr seid der Inbegriff des Saarlandes. Also Leinen. Da habt ihr ohne Ende was. Es gibt Schleppleinen, ihr habt wirklich alles, oder? Genau, und was wir nicht haben, versuchen wir zu besorgen. Aber ich wüsste jetzt nicht spontan, was noch hier fehlen würde bei dieser Auswahl. Ja. Wenn du mir mal eine Schleppleine zeigst, 5 Meter. Ja, die ist hinten bei der Trainingsabteilung. Okay, die gucken wir gleich mal. Okay. Gerne. So, jetzt gehen wir weiter durch. Hier vorne gibt es Bälle. Nerf hat jetzt auch Bälle. Ich glaube, ich kriege mich nicht. Nerf hat Bälle? Ja, Nerf hat Bälle. Zeig mal, was ist das hier zum Beispiel zu sehen? Wir haben hier einen ganz tollen, für die Leute, die nicht so gut werfen können, oder auch nicht so weit werfen können, haben wir hier eine ganz tolle Wurfmaschine. Eine was? Eine Wurfmaschine? Ja. Man legt die auf den Boden, der Ball steckt dann hier vorne drin und man drückt dann drauf. Und das funktioniert? Und es funktioniert. Ist ja unglaublich. Ja. Endlich mal was für Leute, die nicht... Da unten sieht man es auch ein bisschen besser. Da ist der Ball schon mit drin, da ist sogar ein Tennisball drin. So, damit ich dann auch gleich die richtigen Bälle kriege, kriege ich die in verschiedenen Formen und so weiter. Habe ich nicht gewusst, aber die machen ja viel. Ja, hier vorne ist so ein bisschen das Thema Ernährung noch mit drin. Das sind so ein bisschen die Wühlecken, aber so die Spezialecken, die sind dann weiter vorne, nehme ich an, oder? Genau. So.
Jetzt haben wir hier sogar Futter. Ich zeige es mal gerade. Das ist wie in der Spezialtheke beim Globus. Hier kann ich per 100 Gramm wahrscheinlich oder per 5 Gramm, hier kann ich per Gewicht kaufen. Genau, richtig. Das kann man auch mischen. Und da kann auch der Hund gerne mal einen Keks probieren, ob der Hund das überhaupt mag. Und ja, das kann man. Ah, jetzt weiß ich, warum so viele Leute stundenlang hier sind. Die probieren mal alles durch. Genau. Aber es ist so, nicht jeder Hund mag alles, oder? Nee, das stimmt. Ne? Aber hier kann er sich ja austesten und wie gesagt, ich wiege sie vorher. Wenn sie reinkommen und beim Rausgehen, dann weiß ich, was verbraucht. Achso, da wird das anschließend berechnet. Ich sehe schon. Also hier kosten 100 Gramm 3,99, Taste 2. Also es ist original wie im Supermarkt, sage ich genau, jetzt mal. Jawohl. Man kann kaufen. Wenn du mir mal beschreibst, was das hier ist. Das hier sieht aus, das könnte ich auch abends vom Fernseher essen bei Netflix. Ja, könntest du, aber dann würde ich dir diese hier empfehlen, weil riech mal da dran. Warte mal. An was erinnert dich das? Das riecht so ein bisschen nach Vanille, kann das genau, sein? Genau, das riecht wie ein Butterkeks, ne? Könntest du jetzt? Ja, genau. Die sind aber geeignet für Hunde, natürlich. Natürlich, ist nichts drin. Aber du könntest sie auch essen. Was alles gibt. Ja, oben ist Bubeck, das habe ich eben schon gehört. Das haben die nämlich eben erwähnt. Das ist, ich nehme am Premium High-End. Das ist ein sehr gutes Leckerchen. Das ist zum Beispiel auch ein getreidefreier Keks, wovon es jetzt auch nicht ganz so viel Auswahl gibt, gerade im Keksbereich. Die meisten getreidefreien Produkte sind aufgrund des hohen Fleischanteils dann eher luftgetrocknete Fleischsnacks. Und da hat man auch mal einen Snack, der auch getreidefrei ist und einfach mal ein schöner Keks ist. Das verstehe ich. Also ich zeige es mal gerade nochmal. Gerade eben konnte ich es nicht richtig zeigen. Die linke Seite, komplette linke Seite, ich gehe mal gerade ein bisschen höher, das ist alles Hund. Boah, und der Laden ist ziemlich groß. Also ihr räumt auch permanent um. Das heißt, also jetzt sehen wir im Moment im April den Laden. Ja, ich meine, von der Grundstruktur wird er wahrscheinlich ähnlich bleiben. Aber ihr habt immer wieder Sondersachen, die ihr aufbaut, gell? Genau, wir aktualisieren unser Sortiment regelmäßig. Und dann wird es auch mal was von A nach B geräumt. Und dann verändert sich auch mal der Markt ein bisschen. Aber die Grundstruktur, wie du schon gesagt hast, die bleibt in der Regel gleich. Ihr habt ganz tolle Eigenmarken. Select Gold ist das große Thema. Was ist da so toll an Select Gold? Am Select Gold haben wir einmal ganz speziell für kleine Hunde, kleine Rassen, Mittel und Medium, die Krokettengröße. Dann haben wir eine sehr große Geschmacksvielfalt da auch. Achso, die Hunde schmecken auch. Die fressen nicht alles? Ja, die fressen nicht alles, nee, wie mit den Keksen. Okay. Da ist die Geschmacksvielfalt sehr groß und wir haben sogar getreidefreie Sorten mit dabei. Auch die könnte man testen, das heißt, ich könnte jetzt hier ein Select Gold einfach mal, ob der Hund dem das schmeckt? Ja, wir haben so immer kleine Probepäckchen dabei und da kann auch immer der Hund mal probieren, ob es schmeckt. Ja, ihr habt doch einen ganz tollen Service, wenn die Verpackung unangebrochen ist. Das habt ihr zumindest meiner Frau angeboten. Der hat einen großen Sack gekauft, hat den doch nicht geschmeckt, hat den kleinen Sack erstmal ausprobiert. Die konnten den zurückgeben, hat einen anderen geholt. Richtig, das ist gar kein Problem, das machen wir alles. Okay, das Thema Service ist ja ein ganz großes Thema. Auch ein großes Thema ist Rinti, habe ich gehört. Ihr habt eine eigene Ecke für Rinti, zeig mir den mal. Genau, zeige ich dir gerne, kommt einfach mal mit. Ja. Denn ich habe zwar keine Ahnung, was Rinti ist, aber meine Frau hat gesagt, wenn ich da bin, musst du Rinti mitbringen. Denn jetzt werde ich es gleich erfahren. Also, wir haben Rinti eigentlich überall verstreut in Form von Leckerchen, Trockenfutter. Hier haben wir jetzt zum Beispiel den Nassfutterbereich. Das ist jetzt das Kennerfleisch. Das ist dann was für ein Fleisch ist das? Kennerfleisch nennt sich das Ganze von Rinti. Das ist auch qualitativ ein hochwertiges Produkt mit einem hohen Fleischanteil. Gibt es auch noch als Fleischdose, wo auch dann nur eine Proteinquelle, also nur Huhn oder nur Pferd drin ist. Das haben wir dann da vorne, das zeige ich dir auch mal. Ja. Ja, die sind im Moment, glaube ich, in aller Munde. Die machen nämlich viel Werbung im Fernsehen, oder? Genau, die machen sehr viel Werbung, aber es ist auch ein sehr gutes Produkt, was man auch wirklich gut empfehlen kann. Ja, ihr habt auch hier wieder die Eigenmarken. Die stehen dem Produkt in nichts nach, kann man sagen? Genau, also wir haben zu Rinti dann auch Pendants, sage ich mal, die auch qualitativ vergleichbar sind. Unser Select Gold ist natürlich auch extra Sensitivfutter, was man auch auf jeder Dose sehen kann, was somit auch für Magen-Darm einfach ein bisschen besser verträglich ist und somit auch für empfindliche Hunde gut geeignet ist. Gibt es dann auch wieder als getreidefreie Sorte oder halt eben auch mit Sorten, die einen gleichen Getreideanteil in Form von Reis haben. Unglaublich. Das heißt, auch hier könnte ich euch fragen, ich kann euch im Bauch zulöchern. Ihr habt Antworten zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Futter habe, da ist jetzt viel Kohlenhydrate drin, sage ich jetzt mal wenig Fleisch mit allem drum und dran. Ist das gut oder schlecht? Kann man das so allgemein sagen? Also das Fleisch sollte eigentlich immer mit an vorderster Stelle sein, weil Fleisch macht ja auch mit satt und Kohlenhydrate wandern auch viel mit durch den Magen-Darm-Trakt durch. Das heißt also, es gibt ja auch einige Futtersorten, ich will jetzt keine Namen nennen, da sind ganz viel Kohlenhydrate drin, wenig Fleisch. Ist das Thema Fleischanteil ein Thema? Ja, also die Kunden achten mittlerweile sehr, sehr viel aufs Futter, dass das wirklich nur einen Fleischanteil hat.
und achten okay. mittlerweile gut auf die Ernährung bei den Hunden. Oder ja, oben steht das, steht was drauf, natürliche Nahrung. Was ist damit gemeint? Dass der Fleischanteil sehr hoch drin, hat kein Getreide mit verarbeitet, Obst, Gemüse und Kräuter. Das ist ziemlich sehr hochwertig. Steht sogar drauf, 70% Pferd. Da ist noch ein klein wenig Gemüse ist mit dabei, das muss ja auch mit dabei sein. Das heißt, das Ganze ist auch schon dargestellt. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass es den Hunden wesentlich besser geht als den Menschen. Das heißt, die kriegen also immer alle Nährstoffe, alle Vitamine, alles, was es gibt. Man selber muss sich das schon gut zusammensuchen als Mensch. Oder? Genau, das ist richtig. Die meisten Männer sagen immer, der Hund wird besser ernährt wie ich, die hier einkaufen. Kann ich auch gut verstehen. Ja. Aber wie gesagt, es ist sehr hochwertig, ist alles abgedeckt, was man braucht, ne? Für den Hund. Ja, also wir könnten, glaube ich, noch 4 Stunden drehen heute, den Rundgang. Aber wir zeigen mal gerade ein bisschen was. Da vorne ist nämlich die Schleppleine, nehme ich an. Die genau, da haben wir eben drüber geredet. Was möchtest du denn, 15 oder 15? Ja, ich bin ganz begeistert. Da ist die Farbe auch ganz wichtig. Ich würde jetzt mal eine 5 Meter, hast du eine da? Natürlich, abwaschbares Material, saugt sich nicht mit Wasser voll. Ne? Okay. Kannst du super abwaschen. Der Vorteil ist auch, was ich festgestellt habe, dadurch, dass sie so flach sind wie eine Nudel, sage ich jetzt mal, die verwickeln sich nicht dauernd. Genau. Das ist richtig. Das habe ich dann auch da. Auch da habt ihr jetzt einen Riesenbereich. Genau. Das heißt Training heißt der, oder? Natürlich, genau. Die gibt es einmal noch gummiert, wenn du die nicht möchtest mit der Handschlaufe, dass du nicht abrutscht und dir die Finger verbrennst. Okay. Ist diese Gummierung drin oder hier unten halt ganz normal einfach. So, ihr habt auch entsprechende Leinen. Ihr habt aber auch hier, ich zeige nur mal gerade mal die Auswahl, Spielzeug steht hier drüber. Die spielen unglaublich gerne Hunde, oder? Ja, auf jeden Fall. Die brauchen das auch. Zur Beschäftigung. Zur Beschäftigung. So, wir gehen mal kurz hier rüber. Hier ist Trockennahrung. Das heißt, eben hatten wir das ja. Die meisten füttern wahrscheinlich Trockennahrung, oder? Das kann man eigentlich gar nicht so sagen. Das kommt immer auch auf den Hund an. Und ja, also das, man kann den Hund trocken mit Trockenfutter ernähren, mit Nassfutter. Man kann auch eine Mischfütterung aus beidem machen. Das kommt ein bisschen auch auf den Hund an, natürlich auch auf Frauchen und Herrchen. So, ich zeige mal gerade, was hier vorne. Nahrungsergänzung als ob es nicht lang würde, dass es sowas natürlich auch beim Menschen gibt. Nahrungsergänzung gibt es natürlich für Hunde? Natürlich, für Hunde, auch für Katzen. Okay, zum Beispiel Welpenmilchpulver, was kann das? Welpenmilchpulver benötigt man eigentlich, wenn man einen Welpenwurf zu Hause hat und die Mutter die Welpen nicht optimal versorgt kriegt mit der Milch, die sie hat. Dann muss man zufüttern und dafür ist das ein Welpenmilchpulver, was man anrührt und dann noch beifüttert. So, hier haben wir Schutz vor Zecken und Flöhen. Das ist natürlich naturreines Knoblauchgranulat. Genau. So, kann ich mir vorstellen, wenn ich das jetzt esse. Es riecht aber nicht. Also es riecht schon, es ist halt Knoblauch. Und das füttert man auch unterm Futter zu, was eben die Zecken und dann fernhalten. So, ihr habt auch Maulkörbe, ihr habt eigentlich alles. Also alles, was es so für Hunde geben muss, habt ihr? Wir haben, ja, alles. Maulkörbe, Bettchen. Die Bettenabteilung können wir dir noch zeigen, die ist auch riesig. Die zeigen wir gleich mal. Ich will aber noch einen Gang vorher zeigen. Denn das Thema Tierfutter ist eines der wichtigsten Dinge. Denn wenn es dem Hund gut geht, wir haben gerade eben noch Lachsöl haben wir gezeigt und so weiter für ein glänzendes Fell. Man kann mit der Nahrung richtig viel erreichen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also man sieht schon, wenn ein Hund jetzt ein Futter nicht gut verträgt, das sieht man ganz oft am Fell oder schuppiger Haut oder auch am Kotabsatz. Also mit dem Futter kann man schon sehr viel bewirken. Ja, ein Hotseller, wir haben es eben schon mal kurz erklärt, das habt ihr in verschiedenen Größen. Maxi Junior steht hier zum Beispiel Sensitive. Das Futter verkauft ihr extrem oft, oder? Ja, es ist auch ein sehr gutes Futter. Es ist halt auch komplett getreidefrei. Es ist extra sensitiv, gerade für die jungen Hunde, die dann noch im Wachstum sind, die auch nicht unbedingt dann ja, so ein bisschen sensibler sind vom Magen-Darm-Trakt. Dann verkaufen wir natürlich sehr gerne auch dieses Sensitiv-Futter, weil wir auch selbst davon total überzeugt sind. Auch unsere Mitarbeiter wirklich überwiegend auch das Select Gold füttern. Und ja. Sag mal, wie erkenne ich denn, dass es dem Hund gut geht? Also jetzt ein Windhund zum Beispiel, den ich habe, der hat Haut und Knochen, das ist normal. Aber es gibt auch viele Hunde, da sieht man schon so ein bisschen, der ist ein bisschen dick. Das gibt's schon mal, oder? Das gibt's mit Sicherheit, jawohl. Kann es sein, dass er denn etwas zu viel Leckerlis bekommen hat, die sind gerade hinter dir? Das kann mit auch sein, dass die Leckerchen ein bisschen fehl waren oder die Leberwurst manchmal. Auch hier darf man Beratung haben. Viele füttern auch das, was am Tisch ist, oder? Mhm. Gibt's das? Gibt's auch, ja. Ist das gut? Nein. Okay, muss man klar sagen, der Hund braucht was anderes. Der braucht andere Nährstoffe wie wir. Okay, das heißt auch die Snacks und so Leckerlis und was weiß ich, also da normale Kekse dem Hund zu geben, ist schon fast eine Straftat, oder? Ja, normale Kekse, also da sollte man schon drauf achten, es soll nicht gewürzt sein und kein Zucker drin sein, nach Möglichkeit.
Ja, deshalb haben wir ja eine große Auswahl, um da auch für jeden Hund das Passende zu haben. Hundeohren habt ihr auch. Nee, Schweinsohren zum Beispiel. Nee. Oder Rinderohren. Rinderohren, wo? Schweineohren, die zeige ich dir. Komm. Müssen wir jetzt mal gucken. Zwischenfrage mal gestellt. So, das gucken wir uns jetzt mal an. Bleibt dran, Teil 2. Da sind sie, ja. Wilderness steht drauf. Real Nature, Pure Snack. Pferdelungen. Pferdelungen, genau. Als kleiner Snack für zwischendurch. Lecker? Für die Hunde? Ich habe es noch nicht probiert, aber ich denke schon. Je mehr es riecht, desto lecker ist es aus der Erfahrung heraus für den Hund. Ja, Pansen riecht schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig, glaube ich. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Das ist auch lecker für den Hund? Natürlich. Okay. So, da unten haben wir jetzt Rinderpansen. Das ist da auch hier, habt ihr ja wirklich ganz, ganz viel. Ihr habt das aber auch einzeln, wie ich jetzt hier sehe. Da kann ich es anfassen. Mit allem drum und dran. Was wird denn stärker bei euch gekauft? Das Einzelne oder? Och, das kann man, glaube ich, so gar nicht sagen. Ich meine, wenn man jetzt, wenn man natürlich auch mehrere Hunde hat, dann greift man natürlich sehr gerne mal zu einer großen Packung. Wenn ich jetzt nur einen Hund habe und der möchte auch die Abwechslung haben, dann kann man sich natürlich mit den einzelnen Produkten gut behelfen. Ja, das Ganze gibt es dann auch mit gefüllt und ungefüllt. Hier unten habe ich zum Beispiel, ist das da eine Schweinsnase? Das ist eine Schweinsnase, richtig. Sag mal, hol mal raus bitte, ich muss sie mal sehen. Die ist trocken, oder? Genau. Das ist echt eine Schweinsnase. Das ist eine echte Schweinsnase, ja. Oh je, also so ist es aber. So, da unten habt ihr einen großen Knochen, was ist das? Das sieht fast aus wie ein T-Bone-Steak für einen Hund. Ja, das ist so ein Jumbo-Knochen, das ist auch ein echter Knochen vom Rind. Ja, und das ist natürlich speziell für große Hunde, für einen kleinen Hund eher weniger geeignet und ja, für langen Kauspaß. Kauspaß heißt, der ist irgendwann mal weg, der Knochen? Der wird wahrscheinlich irgendwann mal weg sein, richtig. Der ist auch entsprechend robust, der splittert nicht? Der ist auch robust, also generell empfehlen wir bei allen Kauartikeln und Knochen immer dabei zu sein. Es kann immer mal etwas spitz sein, wo sich der Hund verletzen kann. Daher empfehlen wir immer generell bei allen Kauartikeln, dass man dabei bleibt und den Hund dabei beobachtet. Okay, verstanden. Ja, last but not least, jetzt sind ganz verschiedene auch Abbildungen mit dabei. Die sind so lecker, sie könnten, ich sag mal, auch aus dem Lebensmittelmarkt kommen. Pure Duck, Ente, für wen ist das? Das ist für den Hund. Ja, ist klar, aber das ist ein Hund, der Ente mag, oder? Genau, das ist ein Hund, der Ente mag. Das ist ein Futter, was einen sehr hohen Fleischanteil auch hat und ist wieder getreidefrei mit Obst und Gemüse und Kräutern, wie wir eben die Dose auch schon gesehen haben. Stark. Fisch gibt's auch? Fisch gibt's auch. Es gibt viele verschiedene Geschmacksrichtungen. Es gibt auch was Ausgefallenes, das haben wir jetzt ganz neu, das ist noch gar nicht so lange da. Und zwar ist das Pferd und das Kamel. Das Pferd und das Kamel? Das Pferd und das Kamel. Echt? Ja. Ja gut, aber das ist in einigen Ländern ganz normal, sage ich mal. In einigen Ländern ganz normal, bei uns noch nicht so. Solange ich es nicht in der Lasagne habe, sage ich immer, ist es ganz okay. Aber ja. Die Tiere stehen da total drauf, oder? Ja. Okay. Das schmeckt auch ein bisschen anders, das Fleisch für den Hund? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Okay. Reich an Ziege steht drauf. Also ihr habt alles. Also wenn ihr irgendwas haben wollt, Trockennahrung, das ist auch hier da. Wir gehen mal gerade ein bisschen durch. Da ist jetzt hier ein Mülleimer. Was macht der hier? Das ist eine Futtertonne zum Aufbewahren von Futter, damit es frisch bleibt. Der Mülleimer. Ja, sieht für mich aus. Natürlich auch umfunktionieren als Mülleimer. Gut, hier vorne ist noch Vogelnahrung. Wieso habt ihr Vogelnahrung? Einfach so als Ergänzung. Also wir haben generell auch ein Wildvogelfuttersortiment, da die Ganzjahresfütterung mittlerweile sehr wichtig ist, weil einfach die Vögel nicht mehr genug bekommen. Und viele Häuschen, Vögelhäuschen. Wir haben auch Vogelhäuser und Nistkästen, genau, damit ich auch weiterhin vermehren können. Sehr schön, da kommen wir mit. Wir gehen mal gerade da vorne zu einer Abteilung hin. Also ihr habt wirklich alles. Ihr habt auch was ganz Besonderes, das habe ich mal gelernt vor einigen Jahren, Barf. Und da habe ich mich dann auch gefragt, naja, muss das denn sein? Aber es gibt einige Leute, die schwören auf Barf, oder? Genau, die schwören auf biologisch artgerechte Rohfütterung. Biologisch artgerechte Rohfütterung, das ist wahrscheinlich der Begriff für Barf. Wenn du mal so lieb bist, da mal was rausnimmst, dass wir das mal zeigen. Da ist natürlich ein Strauß drin und der Hund, der lecker macht. Wie funktioniert das? Das ist jetzt gefroren? Das ist gefroren, das musst du auftauen, dann musst du, wenn du keine Tabelle hast, wir zeigen dir das ganz gerne hier, wir haben eine Tabelle, da wird berechnet, wie viel Kilo der Hund wiegt. Okay. Bei 20 Kilo bekommt er jetzt das Beispiel zwischen 400 und 800 Gramm, je nach Tagesration. Am Tag? Genau. Das wird natürlich berechnet auf Energiebedarf, viel Energiebedarf oder wenig. Also das ist ein sehr komplexes Thema, das ist dir nicht in 2 Minuten erklärt. Weil da okay, auch da, ich genau. Kann dann zu euch kommen, wenn ich das gehört habe, ich will das erklärt kriegen. Da wäre es natürlich ganz sinnvoll, schon mal einen Termin zu machen oder nö, das einfach immer. Reinkommen, wir können das alle. Okay, das können wir alle. Ja, Barf, das hast du wahrscheinlich, wenn du seit einem Jahr hier bist, erstmal lernen müssen, was ist Barf. Ist das nur so ein Trend oder gehört das fest dazu? Nee, mittlerweile gehört das fest dazu. Okay. Das ist. Ja.
BARF gibt es auch für Katzen? Nee. BARF gibt es. Es gibt mittlerweile BARF. Ja, kann man auch für die Katzen machen, ja. Okay, so ist es drin. Ja, da gibt es wahrscheinlich alle Geschmacksrichtungen. Also fragt einfach Löcher im Bauch. Da oben, da sind noch ein paar Sachen mit dabei. Da habe ich jetzt keine Ahnung. Was ist das hier? Das sind Zusatzpräparate, die man dann für die Rohfütterung mit beim BARFen braucht. Ihr habt doch Öl. Öle haben wir auch da. Die braucht man nämlich auch mit dazu zur Ergänzung. Da darf man kein normales Öl nehmen? Nee. Normales Öl sollte man nicht nehmen. Okay, all das habt ihr da. Also wenn ich das Tier liebe, der Preis von so einer Packung hier, was kostet die? Das ist ganz unterschiedlich, was für eine Geschmacksrichtung. Das ist Hühnerragout, das was gerade hier vorne liegt. Das Hühnchenragout, da haben wir hier unten unsere Preise. Da muss ich mal ganz schnell spicken. Wo steht's denn? Hühnerhell? Ist nicht schlimm. Da, 7,49 Euro. So, jetzt sind wir bei einer ganz wichtigen Sache. Thema Diätnahrung. Denn es gibt einige Hunde, die müssen Diätnahrung essen. Warum? Es gibt Hunde, die sind zum Beispiel von der Bauchspeicheldrüse her krank, die brauchen dann ein Futter, was hochverdaulich ist, entsprechend dann gerade die Schonkost. Das heißt, damit die nicht noch mehr Beschwerden haben, denen geht es anschließend besser, oder? Denen geht es dann anschließend besser. Sollte man aber auch immer nur auf dem Rat auch vom Tierarzt nehmen. No. So, das gibt es auch von Rinti? Das gibt es auch von Rinti, genau, weil man braucht natürlich ein bisschen Auswahl, Geschmacksvarietäten, weil es einfach auch nicht jeder Hund jedes Futter mag. Da muss man einfach ein bisschen Auswahl bieten. Sag mal, wenn ich das Ganze hier sehe, jetzt nichts gegen das Internet und ich habe keine Ahnung davon, da muss ich auch wahnsinnig sein, wenn ich da was bestelle. Ich sag mal, am Schluss passt es nicht, ja, und dann habe ich vielleicht das Falsche verfüttert. Ja, also wie gesagt, wir stehen hier jederzeit zur Verfügung, rund ums Tier, zur Beratung und von daher... Ja, das bietet das Internet nun mal nicht, diese Beratung. Ja, das heißt, man kann auch mal einen Sack zurückgeben, wenn er nicht aufgebraucht ist. Ja, in natürlich gewissen Karenzen, ist klar. Aber hier habe ich Nassnahrung. Das heißt, ich habe hier auch von Rinti diese süßen kleinen Packungen, die habe ich schon mal gesehen aus dem Supermarkt, ja, die so etwas ältere Damen kaufen, sage ich. Oder ist das ein Mythos? Ja, ich glaube, da geht es eher um die Größe des Hundes. Und deshalb haben wir auch kleine Portionen, damit es einfach die größeren Dosen, die hätten wir sonst viel zu lange offen. Und deshalb gibt es auch alles in kleinen Schälchen, damit man da auch für die kleinen Hunden was zu bieten hat. Ich habe Cäsar, das ist relativ weit unten. Warum ist denn Cäsar so weit unten und Premiere so weit oben? Guck ich mal gerade. Also die Premiere ist eine Eigenmarke von uns und sie ist einfach, sie ist einfach ein super Produkt. Da gibt es eben auch verschiedene Ranges, mal kleine Filets, mal Pâté und auch mal Menü, also einfach auch verschiedene Konsistenzen. Ja. Okay, verstanden. Also auch das habt ihr da. Ja, ganz großes Thema, das Thema Hundebettchen. Das fängt nämlich schon hier vorne an. Und da haben wir jetzt mal die Heidi, denn die Heidi, die ist so süß, die kann das so toll verkaufen, das könnt ihr natürlich alle, aber was ist denn das? Sven, das ist für die Transportboxen, die wir verkaufen, die Einleger für rein, dass der Hund bequem liegt. Ah, das habe ich verstanden. Das ist überraschend auf 30 Grad, wenn du einen kleinen Hund hast, am Anfang, wenn du den gewöhnst mit der Box, wenn der mal ein Pipi verlieren sollte, kannst du super in die Waschmaschine stecken. Okay, verstanden. Das heißt, ihr habt die Boxen da. Ja, das Thema Boxen und Transport ist ganz wichtig. Hier haben wir eine Box zum Beispiel, die wäre jetzt für was geeignet? Lass mich mal kurz reinschauen, das Schild abgefallen. Das ist ein L, bis ein Hund bis zu 38 Kilo. Das kommt darauf an, wie hoch dein Hund ist. Ne? Ich könnte den auch im Wagen dann transportieren mit der Box? Das ist dafür gedacht, genau, oder ist die jetzt gedacht für zu Hause oder beides? Nee, die ist fürs Auto, für zu Hause, für zum Flug, wenn du fliegen willst. Ne? Okay, kann man die mitnehmen? Genau. Okay, die habt ihr auch da. Ich habe zuletzt bei euch eine Box bestellt, das heißt, ich kann alles auch ordern. Ihr habt jetzt zum Beispiel Beispielboxen hier, die gibt es in verschiedenen Größen. Wenn die nicht passt, dann kann man sie einfach ordern? Richtig, dann bestellen wir die einfach. Das ist gar kein Problem. Ja, man sollte auch nicht, ich sag mal, Geld da sparen, denn ich sag mal, das Ganze muss stabil sein. Und was ganz besonders schlimm ist, es gibt ganz viele Boxen, die wir schon probiert haben, die wackeln im Auto und machen ganz viel Geräusche. Ja, das stimmt. Die Boxen sind leider nicht so angepasst fürs Auto. Man muss dann halt immer gucken, welche Box direkt reinpasst. Aber wie gesagt, Zeit mitnehmen, Auto mitbringen. Wir stellen alle Boxen rein, das ist gar kein Problem. Ja, es gibt einige, die quietschen nämlich, die machen Geräusche. Und das kann einem, wenn man so ein bisschen sensitiv ist, ein bisschen auf den Keks gehen. Ja, nicht nur einen selber, fürs Tier ist es ja auch unangenehm. Ja, ne? Gerade die hohen Quietschgeräusche mit allem drum und dran, wenn das passiert. Ja, auch da habt ihr Zubehör. Was ist da unten zu sehen? Was sieht man da? Das sind diese Traveler-Boxen. Das ist mit einem Alugestänge in der Mitte. Hier oben haben wir eine aufgebaut. Ja. Ah, die habe ich bei mir im Bus hinten drin. Genau. Die ist so klein. Die gibt es in verschiedenen Größen. Okay, das Packmaß ist denn genau. Pack zum Reisen sehr gering. Genau, weil du wenig das Blatt sparen verpackt. Und das die Box anschließen. Genau. Ist eine vollwertige Box. Übrigens, unsere Hunde haben schon probiert, da irgendwas mit den Krallen irgendwie rauszukommen. Keine Chance, die kommen nicht durch. Ja, die machen nichts kaputt da. Da würde ich dir keine Garantie drauf geben. Also unsere Hunde haben es nicht geschafft. Da hast du Glück gehabt, ne? Ja.
Das heißt, die schaffen es. Aber ich mag das, Heidi. Du bist ja, was soll ich jetzt sagen? Da kommt keiner raus. Das ist ja Quatsch, wenn ich da bin. Du bist ehrlich. Ah, jo. Ja, so ist es. Das heißt, es hängt vom Hund ab. Genau. Ja, hier vorne sieht man auch, da sind so kleine Bettchen mit drin. Davon habt ihr ganz, ganz viele verkauft, viele, genau. Gell? Nee, jawohl, wir haben sogar orthopädische Betten. Die haben auf der anderen Seite. Ach, ne? Quatsch, echt? Nee, natürlich. Orthopädische Betten, zeig mal. Hier, die muss ich mal sehen. Die mal einmal um die Ecke. Orthopädische, echt? Ja. So, bitte einmal zeigen. Ganz großes Thema. Ganz großes Thema. Warum? Haben die Bandscheiben, die Hunde? Nee, aber du hast ja Hunde mit Gelenkproblemen, ne? Ältere Hunde, ne? Kranke Hunde. Das ist ja wie bei uns auch, Gelenkentlastung. Durch den Memory-Schaum, wo da drin ist, da kannst du... Die hatte Memory-Schaum. Memory-Schaum, natürlich, hallo. So, ja, gut, man muss ja sagen, das ist ja auch ein Säugetier wie der Mensch, der Hund. Der hatte wahrscheinlich ähnliche Probleme mit Gelenken. Knochenprobleme, ne? Zur Muskelentspannung, beziehungsweise dass der Hund entspannter liegt bei Gelenkproblemen. Und auch beim Aufstehen erleichtert das vieles. Heidi, wenn du mal so lieb bist, mal da mal die ganz große mal runterholst. So. So, die Ricarda, die hilft dir jetzt mal gerade. So. Da ist es. Und wenn du mal ganz kurz mal Platz nimmst, das wäre mir ganz lieb, dass du mir mal sagst, wie... Vor dir niederknien. Genau, das wäre lieb, dass du mal sagst. Da ist jetzt wirklich Memory-Schaum drauf, ja, oder? Ich bin jetzt ein bisschen übergewichtig, ne? Dein Hund sollte das nicht sein. Aber du merkst schon, dass ich nicht einsage bis ganz unten. Okay. Also das ist wirklich jetzt kein Witz. Der fühlt sich da pudelwohl. Ich bin nicht auf dem Boden. Bei einem einfachen, günstigen Kissen... Bist du auf dem Boden, aber du hast hier, wenn du einen älteren Hund hast, der wo schwer hochkommt, der kommt ja vom flachen Boden nicht so gut hoch. Und wenn wir sprechen ja hier bei dem hier, da kann der Hund auch schon mal 30, 40 Kilo wiegen, oder? Ja, das ist schon. So, prima, ja, vielen Dank. Nein, ich frage auch gar nicht, wie viel du wiegst. Ja, das ist gar kein Mal. Da ging es mir gar nicht darum. Es ging mir nur darum, das hat seinen Sinn und ihr verkauft die unglaublich... Genau, du sagst nicht bis unten ein, genau. Und der Hund, der hat super bequem. Genau, der hat super bequem und du kannst auch alles abziehen und kannst waschen. Ist es sehr teuer, so ein Bett? Das ist jetzt bei 179. Ja, also das, wenn das Problem ja gelöst ist, dann ist es das wert, oder? Dem Hund hilft natürlich für die Gelenke. Das ist jetzt das ganz Große, muss man sagen. Die Kleineren sind wahrscheinlich ein gutes Stück günstiger. Also das habt ihr da. Dann habt ihr, ich bin vollkommen begeistert. Und ihr könnt alles besorgen. Das heißt, ihr seid natürlich über Fressnapf, habt ihr eine Auswahl, die ist natürlich gigantisch. Das ist praktisch auch ein Einkaufsverbund für alle Fressnäpfe. Genau, wie gesagt, wir kommen eigentlich an fast alles ran. Es gibt eigentlich fast nichts, wo wir nicht drankommen. Also auch wenn jemand irgendwas sieht im Internet, einfach mal ein Foto mitbringen. Ihr habt entweder das oder was Ähnliches. Genau, wir finden dann irgendeinen Ersatz. Wir geben uns immer viel Mühe bei. Ja, du hast ganz tolle Mitarbeiter, muss ich sagen. Ja. Du selbst bist wahrscheinlich aber auch hier groß geworden, praktisch im Fressnapf, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich habe früher schon in Ferien mal ausgeholfen und habe schon während dem Studium ein duales Studium in Kombination mit Fressnapf gemacht. Und ja, ich liebe Fressnapf. Also es macht tagtäglich einfach unglaublich viel Spaß mit meinen Teams oder auch die Kunden. Also man muss sagen, unsere Kunden sind wirklich... Toll. Ja. Ja, tolle Kunden. Toll. Ja, das glaube ich aber. So, jetzt gibt es ja nicht nur Hunde, es gibt ja auch Katzen, zu Recht. Ich habe leider eine Katzenallergie. Also für alle, die wissen, was eine Katzenallergie ist, das ist ganz schlimm. Nicht nur ich, sondern meine Frau und mein Sohn hat eine Katzenallergie. Ja. Aber für alle, die Katzen lieben, ist das hier ein kleines Paradies. Aber man sieht wenig Katzen bei euch. Das stimmt. Für die Katzen ist ein Einkauf bei uns natürlich sehr, sehr stressig. Ja. Deswegen... ist das eher der seltenere Anblick. Man kann die aber mitbringen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwas habe, brauche ich jetzt eine Box, die ich mal testen will und so weiter. Das passiert selten? Das passiert selten. Wir empfehlen denen, die können die Box gerne mitnehmen zum Testen. Und wenn es nicht hinhaut, dann können sie es wieder bringen zum Wohl des Tieres. Wer ist denn der Spezialist für Katzen bei euch? Bist du das? Die Ricarda eher. Die Ricarda, warum? Du hast Katzen? Ich habe Katzen, ja. Wie viele? Zwei. Zwei Stück, welche? Ganz normal europäische Kurzhaarkatze. Okay, eine ganz normale, hundsgewöhnliche Katze. Richtig, genau. Okay. Ja, verstanden. So, das heißt, wir sind in der Katzenabteilung und wenn ich da jetzt was habe, gehen wir direkt mal hier. Nassnahrung, ist das gut? Ja. Nassnahrung ist immer sehr vom Vorteil für die Katzen. Katzen sind meist schlechte Trinker. Mhm. Und dadurch nehmen die halt auch schon Feuchtigkeit auf zum Trinken dann. Ja, da habt ihr ihn komplett. Aber auch da dominiert natürlich das Thema Ernährung bei der Katze. Jetzt haben wir hier Almo Nature. Was ist das? Das ist ein Trockenfutter, ein sehr hochwertiges Trockenfutter, ist auch getreidefrei und ist Single-Protein. Sprich, wir haben jetzt hier nur eine Wachtel drin. Eine Wachtel? Eine Wachtel, genau. Frische Wachtel. Ah. Da ist wieder die Geschmacksrichtung auch wieder was Außergewöhnliches. Gut, das sind Wildtiere, die jagen ja, das sind ja Jägerkatzen, oder? Ja. Genau, ich nehme an, die eine oder andere bringt ja was mit. Ja, die bringen auch immer schöne Geschenke mit, kleine Mäuschen,
ihnen, was sie gerade so finden. So, hier haben wir ja Multifit, was ist das? Multifit, das ist auch ein Nassfutter, das sind so kleine Beutelchen. Okay. Das ist unser praktisch. Genau, unsere Eigenmarke ist das auch. Einmal auf, einmal rein in den Napf, wegschmeißen, fertig. Sind die noch anspruchsvoller Katzen als hier, da nickt jemand. Ja, also Katzen haben Personal, sage ich dazu mal. Genau, das habe ich gehört. Die haben nämlich kein Herrchen, sondern die sind der König. Ja, genau. Du bist der Untertan. Richtig, genau so. Ist das wirklich so? Ist das nicht nur ein Spruch? Nein, das ist wirklich so. Okay. Das heißt, du kannst Glück haben, wenn sie dich mag. Genau. Man kann auch Pech haben, aber wie gesagt, die Katzen, gerade auch im Futterbereich, sind die sehr wählerisch. Okay, es gibt was ganz Tolles, eine Erfindung, die will ich unbedingt mal sehen. Es gibt ein Katzenklo, das kannst du ausschütteln, glaube ich, oder? Ja, es gibt so eine Siebtoilette. Eine Siebtoilette ist schwer am Trend, oder? Ja, auf jeden Fall. So eine Siebtoilette, das müssen wir unbedingt mal zeigen. Wie funktioniert die? Das stellt dir die Ricarda jetzt gerade vor. Da ist es. Ja, da ist ein fetter Klumpen drin. Das könnte jetzt Katzenpipi sein, aber es ist wahrscheinlich nur eine ganz kleine Flüssigkeit. Denn dieses Streu neigt dazu, dass es dann verklumpt, sobald es nass wird. Hier ist Ricarda, grüß dich. Hallo. Ja, richtig. Wenn du mir mal zeigst, wie das funktioniert. Und zwar ist das unsere Siebtoilette. Die ist sehr, sehr einfach in der Handhabung. Es geht einfach schnell. Wir haben hier unten drunter unser Sieb. Wir kippen das dann einfach um. So. Haben unten drunter noch unsere andere Schale. Sieben das dann so ein bisschen raus. Und haben dann nur noch unseren Klumpen übrig. Den wir dann in den Müll tun können. Toilette wieder reinstellen. Wieder drauf. Fertig. Fertig ist die Katzentoilette. Einfacher geht es nicht mehr. Im Prinzip müsste jeder sowas haben, oder? Richtig. Es ist schnell, einfach, unkompliziert. Das haben viele Leute, wissen nicht, dass es das gibt, oder? Nee. Ja, das werden wir jetzt ändern, Ricarda. Das ist das Katzenklo mit dem Namen? Das ist die Siebtoilette. Die Siebtoilette. Die habt ihr auch in verschiedenen Ausführungen? Die haben wir in verschiedenen Ausführungen. Die gibt es auch noch eckig. Die gibt es mit Dach und wie gesagt mit Rand offen. Preis? Kostet? Das kostet... Oh, da habe ich gerade leider eins erwischt. Zeig mal, wir schauen mal gerade nach. Sag, was kostet? Die liegt bei 19,99. 19,99. Also das wäre ein schönes, wenn man weiß, man hat sowas noch nicht. Die Leute, die es haben, die sind ganz begeistert, oder? Ja, weil es einfach super einfach und schnell auch geht. Okay, also 19,99. Ich frage mich immer, wie ihr da reich werdet mit so einem Fressnapf. Ja, 19,99 da, 1,79 da. Das heißt also, es geht euch nicht um den großen Umsatz. Es geht darum, dass die Leute zufrieden sind, oder? Auf jeden Fall. Also wir raten auch Kunden schon mal ab, wenn sie sich für das falsche Produkt entscheiden, dann beraten wir auch gern auf ein anderes Produkt oder sagen wirklich, nee, also da haben wir auch wirklich nichts für den Kunden. Das kommt auch schon mal vor. Selten, aber es kommt vor. Kommt vor. So, das heißt, ihr habt natürlich nicht nur Katzen, also ihr habt jetzt wahrscheinlich die ganzen Gänge sind Katzen. Oh, Felix, guck mal, das kenne ich aus der Werbung, das habt ihr auch. Klar, die Leute fragen danach, das ist jetzt ein Hersteller, das ist gut, Purina? Genau, das ist ein Industrieprodukt, was wir vom Hersteller beziehen. Genau, haben auch unser Funktioniert. Produkt. Ja, natürlich. So, das da ist das Pendant? Genau, das Pendant von uns ist dann das Multifit, das ist auch eine Eigenmarke von uns. Und ja, das steht dem Felix in nichts nach. Wahrscheinlich ein bisschen günstiger. Genau. Könnte passieren. Ja, könnte passieren. So, hier vorne haben wir Perfect Fit Light 1 Plus. Ricarda, was ist das denn hier? Das ist, wenn die Katze ein bisschen übergewichtig ist, ah, weil sie vielleicht auch zu viele Leckerchen bekommen hat. Ach, das gibt es auch bei Katzen, Leckerchen. Das gibt es auch bei Katzen, ja. Dann kann man einmal auf das Light schwingen, das hat dann ein bisschen weniger Fett. Damit okay, verstanden. Und die merkt das nicht direkt, oder? Fett ist natürlich immer ein Geschmacksträger, schmeckt natürlich dann bestimmt nicht mehr so gut. Ach, die sind nicht blöd, die Katzen? Nee, die sind nicht blöd. Hier habe ich was, also allein jetzt hier von dem Design würde ich sagen, das ist viel besser wie die anderen. Ja, das ist Purina One, das ist auch ein hochwertiges Futter mit. Es hat auch, wie gesagt, verschiedene Geschmacksrichtungen. Es gibt extra Hairball Control für die Katzen. Das was? Die Katzen, die putzen sich ja dann auch und damit sich die Haare... Hairball, okay. Genau. Das heißt, damit diese kleinen... Die Haare dann zersetzen auch im Bauch, ist da ein bisschen was mit drin. Der gestiefelte Kater, da kenne ich so aus dem Zeichentrickfilm. Genau. Sie wirkt den Hairball aus, ja, so ist es. Trockennahrung habt ihr da, ihr habt auch da Zubehör ohne Ende. Von Bayer, das gute Bolfo, das sieht aus wie für einen Hund. Wir sind in der falschen Abteilung, aber vielleicht nehmen wir es gerade zwischendurch mit. Was ist das?
Also das sind Floh- und Zeckenmittel für Hund. Nebendran haben wir auch noch für Katze. Also das ist momentan so ein gemischtes Regal, gerade weil jetzt diese Floh- und Zeckenzeit auch beginnt. Genau, da haben wir dann Produkte, die direkt gegen Flöhe auch sind und ansonsten halt vorbeugend auch gegen Zecken. Stark. So, jetzt gehen wir hier mal kurz rum. Wow, Trockennahrung für Katzen. Hier haben wir, also ich sehe schon, das hier ist wirklich eine Never-Ending-Story bei euch. Wir sind jetzt bei rund 40 Minuten. Wir machen einen ganz kurzen Break und dann gehen wir nochmal auf das Thema Kleintiere ein. Da habt ihr ja ganz, ganz viel. Bis gleich, bleibt dran. Die große Kleintierabteilung. Ja, Kleintiere sind ganz, ganz wichtig, denn gerade viele kleinere Kinder, die fangen nämlich mal an, zum Beispiel mit einem Hasen. Und das darf ja auch nicht fehlen. Gell, Melanie? Ja, natürlich. Gerade die, das ist so, sag ich mal, für Kinder das ganz Große, so das erste Kaninchen oder die ersten beiden Kaninchen. Man soll sie auch niemals alleine halten oder auch Meerschweinchen. Das ist so, ja. Da habt ihr auch alles, oder? Da haben wir auch alles, was das Tier benötigt. So, direkt mal hier oben, das sind Weizenähren. Schmecken die gut? Ja, also ich gehe mal von aus. Ich habe sie selbst noch nicht probiert, aber die scheinen auf jeden Fall zu schmecken. Ist so wie so ein Leckerchen mal für zwischendurch und da haben die halt eben auch ihren Knapperspaß mit. Ja, ich merke schon, die Kleintiere, die können ganz schön viel fressen. Da sind hier Säcke dabei, wie beim Bäcker so groß. Ja, aber die gibt es auch in kleineren Einheiten. Natürlich, haben wir auch in kleineren Einheiten. Okay. Streu ist natürlich ganz wichtig, großes Thema. Auch da sind wir jetzt beim Katzenstreu. Ich habe da so Testdinger aufgebaut, da kann man das alles schön testen, in die Hand nehmen, machen, tun. Genau, da kann man mal sich das angucken, auch riechen. Da ist ja auch viele Streusorten mit verschiedenen Gerüchen gibt, um halt eben, ja, damit die Toilette halt möglichst lange frisch bleibt. Dann sieht man auch die Klumpwirkung bei uns in den Schaukästen. Ja. Ja. Dann natürlich das große Thema ist Käfig bei Kleintieren. Die muss man haben. Das ist ein großer Käfig. Was ist das für ein Käfig? Für wen ist er? Das ist ein 1,60 Meter Käfig. Man sagt immer definitiv, je größer, desto besser. Dennoch sollte man trotz der Größe des Käfigs dem Kanin oder den Kaninchen noch zusätzlich Auslauf gönnen. Ja, ein bisschen Vögel. Habt ihr auch eine Vogelabteilung, eine kleine? Genau, wir haben so ein bisschen was für Vögel, für Wellensittiche, für Großsittiche, ein bisschen was an Futter, auch ein bisschen Zubehör und natürlich auch unser Wildvogelfuttersortiment. So, Teichfutter habt ihr mit dabei, dort hinten. Also das ist, im Prinzip kriege ich so Grundnahrungsmittel für alles, eigentlich hier für alle Tiere. Ihr seid aber schon die Spezialisten Hunde und Katzen, muss man schon sagen. Das macht einen großen Teil aus. Oder? Genau, auf jeden Fall. Hunde und Katzen ist unser größtes Sortiment. Dennoch auch bei Nager oder auch bei Vogel, wenn da mal etwas bei uns nicht im Sortiment ist, wir versuchen alles möglich zu tun, um den Kunden auch die Produkte zu besorgen, die er sucht. Also ich fasse nochmal zusammen, ihr drei, wenn ihr euch mal gerade zusammenstellt, dann mache ich die Abmoderation. Drei stellvertretend für wie viele Mitarbeiter insgesamt bei dir? Also in allen drei Filialen? Im Moment haben wir insgesamt 22 Mitarbeiter. 22 Leute, also die da sind. Ihr seid nicht irgendein Laden, so viel kann ich schon mal unterschreiben, sondern ihr habt Kunden, die kommen rein, öfter die Woche auch durchaus mal. Mhm. Die haben Ansprüche, die wollen aber auch Kommunikation haben, die wollen einfach, dass sich jemand mit dem Tier, was sie lieben, wirklich beschäftigt und die wollen auch das Gefühl haben, dass, ich sag mal, dass ihr die Tiere wirklich liebt. Und alle 22 lieben Tiere, muss man sagen. Oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist auch bei uns im Beruf ganz, ganz wichtig, damit man sich auch auf dieses Thema richtig einlassen kann mit allen Emotionen. Es ist ein sehr emotionales Sortiment, was wir haben, ein sehr emotionales Thema. Und daher ist die Tierliebe, bei uns steht die an erster Stelle. Das würdest du auch unterschreiben? Ja. Das würde ich auch unterschreiben. Du warst schon als Kind so ein bisschen tierverliebt? Ich bin schon immer tierverliebt gewesen. Was war das erste Tier? Es war ein Hamster. Ich wollte mal fragen, ob das stimmt. Ja, dann mal gucken. Okay, mit wie vielen Jahren hast du den bekommen? Den habe ich gekriegt. Och, wie alt war ich denn da? Sieben oder acht? Sieben oder acht? Ja. So, und jetzt zwei Katzen, Hund auch noch? Nee, Hund habe ich nicht, dafür habe ich keine Zeit, aber das Pferd steht dann noch da. So, und du, wann fing das an mit der Tierliebe? Oh je, schon zu Hause, wir hatten immer einen Hund, schon immer. Okay. Auch heute noch. Na, meine Eltern hatten immer Tiere, also immer Hund. So, die Leute, die bei euch kaufen, kommen, das ist von, ich sag mal, der Dame mit Prada-Täschchen bis hin zum ganz normalen Arbeiter. Ihr habt alles hier, genau, oder? Die kommen in der Schaffbox oder wie gesagt, halt etwas in den höheren Stöckelschuhen, gibt's alles. Ihr habt alles da. Aber bei uns ist jeder gern gesehen, egal okay. Wo er herkommt. So, okay. Das glaube ich euch. Also, wenn ihr mal wirklich echte Menschen haben wollt, davon gleich 22, dann kommt in folgende Fressnäpfe, ja. In folgende Fressnäpfe. Einmal Völklingen,
Da sind wir direkt an der Autobahn. Dann sind wir am Hallberg in Saarbrücken. Das ist auch der einzige Fressnapf in Saarbrücken, richtig? Das ist der einzige Fressnapf, genau, in Saarbrücken. Der Fressnapf in Saarbrücken kann man nicht verfehlen. Auch da habt ihr kostenlose Parkplätze vor der Tür. Und ihr habt einen dritten Laden in St. Ingbert. Der ist wo? Der in St. Ingbert ist in der Oststraße. Das ist direkt gegenüber vom Lidl und unterhalb vom Obi. Also unverkennbar. Das heißt, man fährt, glaube ich, Ausfahrt ist da oben Burger King, McDonald's raus. Genau, richtig. Im Prinzip St. Ingbert Mitte abfahren und dann Richtung Obi. Und hinterm Obi ist direkt ein Platz, wo Lidl, Rufo Kinderland und wir drauf sind. Okay, dreimal Fressnapf. Einmal ja, hier in Völklingen, einmal in Saarbrücken und einmal in St. Ingbert. Ja, vielen Dank euch drei fürs erste Video und ihr habt uns sehr, sehr weitergeholfen. Tschüss an euch alle. Ciao. Ciao.